Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Um aus Shakespeares Hamlet, Akt 2, Szene 4, Vers 48 zu zitieren, nein. Mein Handy sagt, dass ich gestern 34.679 Schritte gegangen bin. Meine Smartwatch sagt aber, ich habe 35.103 Schritte gemacht. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich bin zwar nicht Ariel, aber ich bestehe trotzdem zur Hälfte aus Schwanz. Krass, im Tor von Bayern ist der Typ aus der Cola Zero Werbung. Wie erkenne ich dich? Ich bin 1,65 und wiege ca. 60 Kilogramm. Und wie erkenne ich dich? Mit einer Waage und einem Bandmaß. Was ich lieb, das leckt sich. Und was isst du, wenn du mal keine Lust auf Pizza hast? Ich verstehe die Frage nicht. Wenn Chuck Norris Brennnesseln berührt, verbrennen sich die Brennnesseln. Zigaretten ohne Zusätze, das klingt so gesund wie Rattengift ohne Zucker. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold und Google ist Chrome. Als Frau würde ich mir einen Tampon hinters Ohr stecken und dann rufen, Scheiße, wo ist mein Stift? Niemand mag Klugscheißer. Das stimmt nicht. Es gab 1987 jemanden in einer französischen Kleinstadt, der Klugscheißer mochte. Egal wie leer dein Bier ist, es gibt immer noch Flaschen, die sind leerer. Vor Heidi Klum wurde schon in der Bibel gewarnt. Eine große Dürre wird kommen und das Land plagen. Wurde einer Polizeikontrolle unterzogen, weil ich betont unauffällig aussehe. Das nächste Mal fahre ich ein Rad und zünde parallel meine Boxershorts an. Jemanden neugierig machen, indem man entweder ein unpassendes Wort in den Satz einbaut. Die meistverkaufte Brotsorte heißt das da. Ich bemitleide Menschen ohne Arme und Beine, weil sie keine Schneeengel machen können, nur Schneeerdnüsse. Habe mein Ouija-Brett gefragt, ob ich heute noch jemanden flachlege. Der Zeiger fing an, von H zum A zu pendeln und das schon seit einer Stunde. Geh zur Seite, Kaffee, das ist ein Job für Alkohol. Alles wäre anders gekommen, hätte Adam zu Eva gesagt, vergiss den Apfel, lass uns lecker grillen und die Schlange essen. Leben am Limit, die fast leere Klopapierrolle anstarren und das Risiko abschätzen, ob einmal Kacken noch drin ist. Wenn deine Beine mal Streit haben, ruf mich, ich geh dazwischen. Wie lacht ein Friseur? Har, har, har. Ich beim Autokauf. Kann man auf der Rückbank bequem vögeln? Wie viele Leichen passen in den Kofferraum? Angenommen, mich rammt ein Panzer. Die Welt verliert ihre Genies. Newton ist tot, Einstein ist tot und ich fühle mich heute auch nicht besonders. Dieser Typ mit Schuhgröße 49 ist letztens ohnmächtig geworden und ist nicht umgefallen. Habe die doppelte Staatsbürgerschaft. Im Perso Deutscher, auf dem Konto Grieche. Deutschlehrer, du kannst über Nacht keinen guten Aufsatz schreiben. Klausur, du hast 2 Stunden Zeit für einen guten Aufsatz. Wie fand Jana euer Date? Sie war ganz aus dem Höschen. Yeah, gebt diesem Video einen Daumen hoch, um mich zu unterstützen und teilt dieses Video. Sollten euch einzelne Witze davon ganz gut gefallen haben, macht doch einen Screenshot davon und teilt sie auf Instagram oder Twitter. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Bis nächste Woche.